Jetzt kommt richtige Überraschung. Hüpf. 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 Geil, oder? Willkommen zurück, meine lieben lumpigen Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen, zu einer Runde Bad Boss mit der Ari. Na? Na, Ari? Was machst du denn hier? Sie mobbt mich einfach mit diesem Hüpfen, weil ich meine Audiospur mit meiner Videospur dahingehend synchronisiere, dass ich am Anfang Hüpf sage, dreimal. Ist nicht nett, ne? Das weißt du aber. Super, vor allem er macht das so voll motiviert, wirklich so voll so Hüpf. Mit richtiger Begeisterung am Werk dabei, beim Hüpfen. Richtig, ja. Ja, ja. Gut. Ich baue mich gerade in die Mitte, oder? Schon Leute in der Mitte. Hä? Ah, egal. Das schaffst du. Ja, ich geh mal zur grünen. Oh, wo ist denn die grüne Base dahin? Bin ich fast zur falschen Base gelaufen? Das, ja. Ist stark, oder? Komm. Läuft bei dir. Klatsche bitte. Für meine Leistung. Ja. Nicht so anstrengend. So. Oh Mann! So, ich hol mir das grüne Bett. Alles klar, ich habe ein Herz. Läuft. Ein halbes. Tot. Oh. Ari, wo warst du? Aufpassen, dass... 10. Okay, er ist weg. Oh mein Gott. Ich glaube, zerstört. Ich würde mal sagen, dass die jetzt da irgendwie ziemlich drauf haben. Die haben nicht schon Gold gesaved, haben schon alle möglichen Leute getötet und... Hallo, wir sind Team Ari Lumpen, Alter. Oder Ele Lumpen oder sowas. Wir haben es auch drauf. Hallo? Ich will gelb töten. Ich komm mit. Soll ich mit. Warte, ich passe so ein bisschen hier in der Mitte auf. Okay. Mit einem Herz kann ich auf jeden Fall stark aufpassen. Kriegst du die? Ah, du bist gestorben. Ich hatte ja nur meine Spitzhacke. So, warte mal. Ich habe Gold. Ist Gold gedroppt? 2. Ich habe ein Herz, ne? Dann save das schnellstmöglich. Auf jeden Fall. So, ich habe 4 Gold, warte, ich komme. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Darfst du überhaupt Bär sagen, wenn dein Motto Elefanten ist? Ich weiß nicht. Warte, willst du die 4 Gold? Ich habe ein Herz. Ich dachte, bevor die mich mit dem Bogen töten, okay, schmeiße ich das erstmal kurz hier hin. Ich sammle das immer wieder. Ach komm, es mobbt mich so. Ja, nimm. Nimm. Nimm doch jetzt. Gut. Wunder. Kann das nicht. Oh. Mann, was soll ich denn jetzt damit? Warte, ich mach mal in die Kiste. So. Wer lebt denn noch? Ach, wir sind rot. Grün und gelb leben noch. Alles klar, ich komm mal hinter dir her. Okay. Ich guck dir auf den Po, so wie die ganzen Männer immer, ne? Nein, doch nicht. Auf grün, oder? Oh, warte mal. Gelb ist in der Mitte. Wir können auch auf gelb, theoretisch. Okay, ein gelber ist down. Wollen wir auf gelb? Dass das Grün uns da nicht weghaut. Ich hab nur... gerade. Okay, warte mal. Okay, einen Grün habe ich runtergehauen. Also, soll ich zu Gelb mitkommen? Dass ich sie gerade... Ich komme. Warte, ich komme. Ich bin auf dem Weg. Das heißt, da... Oh, ich hab... Ich muss sie töten. Ganz... Okay, du farmst das Bett, ja? Alter, wie schnell. Oh! Ich bin gestorben, hast du sie? Gehauen, ja. Yes, sehr gut. Oh, das war stark. Da haben wir gut gespielt, Ari. Und da haben wir richtig das Teamplay rausgehauen. So. Ich gehe mich kurz bei Blau equippen. Da sollte ja ein bisschen was an Eisen liegen. Mach das. Soll ich mir einen Bogen machen von den 4 Gold? Ich hab 8, glaube ich. Ja, ich hab 8. Okay, dann mache ich mir einfach mal dreisten Bogen. Was mal? Was brauche ich denn noch? Genau, Rüstung. Ich möchte mit Steaks Rüstung kaufen. Ist das in Ordnung? Ich glaube nicht. Ich würde es als Währung akzeptieren, aber ich weiß nicht, ob das... Bei Muri würden auch locker... Hähnchen würde auch gut durchgehen, aber Steak? Das ist natürlich wieder so... Das wäre so lustig, wenn Mr. Moore einfach einen Server hätte und man bei Bad Boss mit Hähnchen oder sowas irgendwas kaufen könnte.
würde ich ein bisschen feiern. So, warte mal, da kommt irgendein Schlawiner von Grün in die Mitte gerade. Ich schieße mal einfach direkt runter. Komm. Gut, dass ich ihn getroffen habe. Ist stark. Was wollte ich denn sagen? Ja, wir wollten sogar tatsächlich so viel machen und genau dieses Konzept haben. Anstatt Bronze gibt es im Prinzip Chicken. Also Bronze sieht aus wie Chicken und so. Jetzt wirklich? Ja, ja, aber wir... Zwei Erzen. Aber... Na komm, put, na komm hier. Oder ist sie noch im Baum? Warte mal, ich kann ihn mal runterschießen. Okay, sie bauen uns hier. Ja, ich hab das mitbekommen. Ah, lass uns auf eine Enderperle oder sowas sparen, oder? Kann ich stören. Hier, warte, ich geb dir mal. Oh. Du magst wirklich kein Gold, glaube ich, ne? Ich hab schon ein bisschen was, was ich so brauch. Und der chillt da hinten. Acht Gold, 9 Gold. Was kostet denn diese Enderpelle? 13, glaube ich, ne? Schauen wir mal. 11. Bergetrank, beziehungsweise ich komme ja relativ schnell hinterher. Die haben jetzt einen gebaut. Ja. Ja, der ist ein machbarer Sprung. Das sind 2 Blöcke. Aber weißt du, für mich machbar, für andere Leute machbar. Ein Spaß, 2 Blöcke. Kriegst du noch hin, ja? Glaubst du? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich hatte auch schon mal irgendwie 14 Gold und dachte, ja, geil, ich gehe mir erstmal einen ordentlichen Bogen machen und bin dann in ein Loch gefallen. In einer Loch. Was? Oh Mann, jetzt bin ich der Pisser, wenn ich sterbe, ne, mit den 15 Gold. Gebe ich dir das auch? Nein, eigentlich, weil das deine Aufnahme so du die Action machst, am besten. Wenn der Typ sich ein bisschen zurückziehen würde, würde ich auch gerne mal rühren. Ich habe nämlich eine Rettungsplattform. Oh, wow. Also, ich habe 18 Gold. Wie machen wir das denn? Wahrscheinlich einzige Variante, einer geht mit einem mit einer Enderperle Stärketrank vor und der zweite rusht hinterher, oder? Alter, wie trifft der mich denn? Keine Ahnung, das ist eigentlich eine Dreier. Ach so, nein, hier ist es natürlich eine Zweierhöhe. Nein, doch. Dreierhöhe, oder nicht? Hier ist es eine Dreierhöhe. Hey, wie also, hat er mich denn getroffen? Ich stand dahinter. Höhe? Collage? Was ist los mit dir da hinten? Ich treffe ihn natürlich auch wieder sehr, sehr gut, muss ich sagen. Oh, der bleibt auch penetrant da stehen, ne? So, ich geh mal zurück. Ja, geh aber am besten irgendwie dann zu gelb oder so. Ja, ja, mach ich, weil da kommt der nicht hin. So, 23 Gold mache ich denn damit. Gerade rüber zu uns, den lass ich mal. Das ist dann auch nochmal für dich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja. Du nicht beide musst. So, Enderperle, zack, 10 Gold, Stärketrank, her. Was kann ich denn von 3 Gold noch machen? Ich mach mir einfach mal eine Spitzhacke, scheiß auf die Rettungsplattform. So, Essen nach unten. So, also wir machen das so, ich... Oh, er kommt halt zu uns, aber ist egal, oder? Oder soll ich den mal runterschießen? Ist egal. Ja, wobei, ich hoffe, ich sterbe nicht. So, Stärketrank ist intus. Und go, go, go. So, komm her. Perfekt. Hab ihn. Kannst du mir den vom Leib halten? Ja, ja. Unser Bett wird vermutlich auch drauf gehen. Also der war ja da hinten schon heftig am werkeln. Wir haben das für die Fall. So. Da ist es weg. Oder warte mal, pass auf. Wir porten uns beide gleichzeitig zurück in die Base. Nicht gut. Der sieht nämlich, wo wir uns porten. Okay. Oh, er geht in die Mitte, ne? Wollen wir gehen? Er hat keinen Bogen. Der kann keinen Bogen haben. Er hat keinen Bogen, den kriegen wir weg. Willst du ihn wegklatschen? Mach, komm, Ari. Links, rechts. Flügelzange. Was? Er ist auf dem Weg? Gibt's ja gar nicht. Ey, das sah richtig komisch aus. Ich dachte, jetzt wär's vorbei. Und Ari gewinnt das Ding. Sehr cool. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, ne? Haben wir ordentlich hier rasiert. Jo, dies war es mit der Runde hier mit der Dimari. Ihr kommt, rede ich halt nicht um. Ist in Ordnung. Ja, lasst doch mal in den Kommentaren da, ob ihr nochmal was mit der Ari sehen wollt. Und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Ihr Kanal natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ganz, ganz weit unten verlinkt. Also nicht oben, ganz unten. Und ja, haut rein. Ciao.